Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Build vom der Adventure Map Dracos Laboratorium. Und heute machen wir den Raum hier fertig, also den ersten richtigen Raum vor der Schlafkammer. Und dazu müssen wir noch hier ein bisschen das Labyrinth fertig machen. Ich möchte das gerne so rüber und dann hier hin. Und dann gibt es hier noch ein irgendwie eine Nachricht oder so etwas. Dann hier. So, hier. Und hier eine Sackgasse. Eine kurze Sackgasse. So. Danach eigentlich wieder rein. So. Wieder so. Und dann muss das. Nein, das muss ein bisschen. Einen Block rüber, damit wir hier sollten wir noch. Ups, ist laut. Ah ja, ich habe Windows 10 jetzt und jetzt sind die Mitteilungen extrem laut noch eingestellt. Tut mir leid für den Krach. So, ich möchte nämlich hier schön rüber. Das mache ich zu. Oder ich mache das so. So und dann so. Ja. So. Naja. Sieht angenehm aus. Und hier auch. Ein zweiter Raum. Ich will jetzt noch nicht so verschachtelt machen, dass man immer Sackgassen hat und so. Und hier auch noch zu. So. So ist gut. Ja, eine Sackgasse und alles andere ist der Weg. Sollte ja auch eigentlich ungefähr leicht sein. Und wenn man jetzt hier hinkommt, haben wir hier den Schalter. So, kann das hier aufmachen. Kann hier den Schalter noch aufmachen. Das geht leider nicht gut, weil wir im Kreativmodus auch ein bisschen mehr Reichweite haben. Muss ich das eigentlich vergrößern? Oh. Ich brauche Redstone. So. Und hier dann der Schalter. So. Ja, aber so geht's auch nicht. Dann so. So ist gut. Dann kann man einfach der Schalter hier. Kann man es nicht irgendwie dunkler machen? Leider nicht. Es gibt keine Schattenquelle. Es gibt nur eine Lichtquelle, wie die Fackel. Und hier könnte man einen Schalter hin tun. Und dann kommt Sand runter. Oh Gott. Das könnte man. Kann man das mit einem Stoffding da machen? Das ist die Schnur. Wenn man sie braucht, findet man sie nicht. Da. Ja, die kann nicht fliegen, stimmt. Wir machen das am besten. Ja, mit Kolben. Wir müssen ja Kolben nehmen. So. Ach komm. So. Und so. Und so. Und dann hier. Mann, die müssen ausgefahren sein. Mist. Ich kenne mich nicht aus. Die müssen ausgefahren sein. Dann mach mal auf. Ich bin so gut in diesem Spiel. Also, mit Redstone bin ich so gut. Diese müssen ausgefahren sein. Und hier muss jetzt die Decke hinkommen. So. Ah, so ist gut. Und jetzt muss man eigentlich den Schalter hier hoch machen. Aber wie...
Das ist problematisch. Ach komm, ich mache am Anfang noch keine Falle, oder? Ja, da muss mir irgendwo jemand helfen. Oder ich kann das so runterbauen lassen. So. Dann kann ich hier mal aufmachen. Redstone hier nach oben. Genau so. Ja, dann machen wir hier wieder auf. So, also der Ding kommt irgendwie hier drüben. Mist, der kommt nur hier drüben. Da muss ich das irgendwie so ein bisschen umlenken. Und zwar so, so. Noch eins. Mist. So. Eigentlich hier. Voll der Oberpro, Mann. Ich habe noch nie eine Turnschuppen mehr gemacht und dachte, mit Redstone nicht viel. Okay, das geht. Und so ist an. Also muss eigentlich die Redstone-Fackel jetzt aus. Aber der Schalter muss unten sein. Und wenn man jetzt hier drauf den Sand macht und hier den Schalter, da muss ich nochmals. Ja, jetzt kommt das natürlich runter. Ah, Gott, je. Ich muss den Schalter, also jetzt ist er aus. Der Schalter muss oben sein. Nein, der Schalter muss. Der Schalter muss so sein. Und das muss aktiviert sein. Das bleibt nicht aktiviert natürlich. Oh Mann, ich mag Schalter nicht. Ich mache hier Knopf. So, wie du hast, wenn ich jetzt so alle meinen, ja, der Knopf ist sowieso der falsche. Und es passiert da nichts, aber. Ja, aber das. Ah, ich komme nicht raus, tut mir leid. Wie soll man das machen? Eine Druckplatte. Noch besser, Druckplatte. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht, wie man den anmachen kann. Deshalb mache ich das mal wieder weg. So. Das muss ich alles noch lernen. Tut mir leid, aber ich bin nicht der Redstone-Minecrafter. Ich habe fast noch nichts mit meinem Redstone gemacht. Außer Monster fallen und Tür, also automatische Türen oder so. Aber so weit bin ich leider noch nicht, dass ich das machen kann, dass es aktiviert bleibt. Da brauche ich einfach Hilfe, am besten von euch gleich oder von Mega Coolman oder von anderen Leuten, die ich kenne. Das machen wir später. Wir machen so die Adventure Map dann immer wieder besser. Also, dass die ersten Räume dann immer wieder überarbeitet werden und dann auch für altes Spiel dann auch noch interessant bleibt. So. Aber was wir wollen, ist jetzt mal ein bisschen vorwärts kommen, dass wir es veröffentlichen können in der Alpha, in der Prä-Alpha 1.0.1 oder 0.0.0.01 sozusagen. So. Ah, wir könnten eine Kiste hier dorthin tun, genau. Aber die Kiste, das könnten wir anders machen. Also jetzt machen wir hier einen Eingang wieder. So, wir können das anders machen. Also hier geht's ja rüber. Machen wir das noch zu. So, hier geht's ja rüber.
Dann machen wir das so, dass wir hier durchgraben und dann hier noch eine Öffnung haben. Gut, also jetzt kommen wir hier hin, da müssen wir zumachen, können dann durch das Tor, was nicht geht. Haben wir noch was vergessen? Ja, wir haben das einfach nicht. Ah, das ist zu lange. Stimmt. Ja, wie sollen wir jetzt das machen? Mist. Also bis hierhin geht's, dann runter. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir 5, dann wieder hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Jetzt sollte es eigentlich dingen, aber es muss irgendwie überpowered, verstärkt werden. Ja, es muss verstärkt werden. Und die Verstärker sind da. Also. Gut, und hier auch nochmal auf. Ja. So. Also die Tür ist zu. Und der Schalter ist hinten oder vorne? Hinten. Ne. Ja, der Schalter sollte so sein. Dann könnten wir hier oben, könnten wir hier noch eine Ding hinmachen. Eine Steinstufe. Dass man es ein bisschen weniger sieht. Ja, dann halt so. So, gut, das haben wir. Aber jetzt ist das natürlich hier sichtbar. Dann müssen wir das anders machen. So, das muss hier durch. So. Ja. Hier auch nochmals auf. Jetzt geht's natürlich wieder nicht. Wegen was? So. Und dann sieht man es hier auch. Sheet. Dann machen wir die Tür hier hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Tür ist da. Die hier. Hier zu. Hier zu. So. Und zwar kommen die auch von unten? Nö, oder? Ja, das Problem in der zweiten Folge ist groß. Ich muss das irgendwie hier hinkriegen. So. Bis hierhin. Da muss ich das noch ein bisschen verkleiden hier. So, und nämlich, ja, natürlich so. Und hier mache ich jetzt die Kiste. Sand. In der Kiste ist erstmal Essen. Und zwar Kekse. Hm. 33 Stück. So, das reicht für einige Zeit. Und wir könnten dann manchmal ein paar Kühe hinstellen, damit man einfach Ding bekommt, einfach an Fleisch bekommt, dass man halt danach noch extra braten muss oder auch so essen muss dann. Was noch dazu? 4 Holz für eine Crafting Bench. Oh, ein bisschen aufteilen. So. Noch eins. So. Und was noch? Eine erste Klinge. Ja, das kann man, glaube ich, nicht unzerstörbar machen. Tja. Das ist das Problem, die wird dann irgendwo schnell kaputt gehen. Also ich wollte hier zumachen, hier auch
So, jetzt machen wir mal auf. Was wieder nicht geht. Wieso geht es jetzt wieder nicht? Ah, wir haben hier gar keinen Redstone. Wieso haben wir keinen Redstone mehr? Doch, haben wir. Man sieht es einfach nicht gut. Es geht bis hierhin. Und weiter geht's nicht. Ja, dann müssen wir halt wieder runter. Ah, deshalb geht's nicht. Weil es um die Ecke nicht geht. So. Ja, jetzt geht's. Gut. Das gelöst. Noch kurz schauen. Jetzt müssen wir hier aufmachen. Und dann ist die Tür so auf. Du gehst bitte weg. So. Und man sieht hier halt das Redstone. Dann machen wir das so. Machen hier alles zu. Gut. So ist es gut. So, außerdem müssen wir noch etwas Gewisses machen. Und das ist nämlich so eine Art Forschungssichtkasten oder so. Ich möchte es sichtbar machen, dass die Spieler auch von Raum innen es sehen. Aber so natürlich mit schwarzem Glas. So, machen wir auch. Gut, und hier vorne haben wir die Sachen. Mache ich wieder zu. Hier auch. Gehe hier nach oben. Und mache hier überall zu. Jetzt müssen wir noch wegen dem Licht anschauen, aber zuerst machen wir mal diesen Schaukasten. Ich möchte ihn gerne auf diese Seite machen, deshalb mache ich hier wieder auf. Ah ja, das ist Shade hier. Ja, dann muss ich es hier machen. So, die Sache machen wir weg. Wie heißen die schon wieder? Endrouten. Okay, Endroute. Ja, dann machen wir das auch so. Jetzt am besten machen wir Zäune, und zwar die Zäune und Teppiche. Teppiche sind wo? Wo sind die Teppiche? Na toll. Muss da sein, ja. Schwarz, oder? Ist am modernsten. Dass wir sicher so eine Forschungsstation haben hier. Gut. Das Glas brauchen wir auch noch. Und das ist zwar hier. Sieht halt nicht so gut aus im Vanilla. Vielleicht kann ich dann mal irgendwie schauen, welches Texture Pack am besten wäre. Und dann machen wir Stühle aus. Ja, nicht netter Ziegel. Ja, sure. Mache ich alles aus Holz. Also, hier einen. Okay. So. Also, das haben wir auch. Dann, machen wir hier zu. Einen Kühlschrank oder so kann ich noch machen. Auf die Seite. Dann wäre das eigentlich so die Beobachtungsbox der Mitarbeiter. PC kann ich nicht machen. Etwas Blumiges. Komm, Schwarzeichensetzling mit Pozoll. Geht das auf Pozoll? Ja. So, da haben wir auch. Dann können wir eigentlich den Raum noch kurz eins weitermachen. So, und hätten diesen Raum, den ersten Raum, zumindest mal. Ja,
in der Grundfassung, in der Alpha-Fassung. Der wird vielleicht noch verbessert, wenn ihr Vorschläge habt, ab in die Kommentare. Und, Menno. Jetzt können wir eigentlich jetzt an die Beleuchtung dieses Raums und des ersten richtigen Rätselraums kommen. So. Also. Ja, die Beleuchtung sollte eigentlich relativ schwach sein. Ja, das bringt eigentlich fast nichts. Sollte irgendwie schwach sein. Und es leuchtet halt durch. Das ist auch ein bisschen blöd. Kürbislaterne. Nein, die sind noch stärker. Seelaterne. Ja, ich komme jetzt einfach nicht drauf, wie ich das am besten machen kann. Man sieht sehr gut, ja. Man sieht eigentlich relativ gut, dass wir hier einen Forschungsraum haben. Ich dachte, dass das Glas sei dunkler. Aber ich möchte, dass man es sieht, aber nicht so stark sieht. Sieht man immer noch sehr stark. Ist natürlich wegen hier oben. Ja, man sieht es immer sehr stark. Tja. Erstes Problem. Ja. Ungefähr in die Mitte. So. Und so. Dann hier aufmachen. Hier zwei Fackeln. Ah, da mache ich lieber so. Dann hier muss man aufmachen können. Geht ja nicht. Dann machen wir hier eine Holztür, oder? Eine dunkle Holztür. Wenn man sie finden könnte. Da. So. Offen. Man kann in beide Richtungen. Und hier muss nämlich noch zu sein. Ab hier muss es zu sein. Hier könnte man noch eine Tür hinmachen. Voll der Scherz. Oh, voll der billige Scherz. Oh Gottchen. So. Also hier. Hier ist ausgeleuchtet. Kann man auch ausleuchten. Hier kann man ausleuchten. Hier. Hier drüben. So einmal. Da einmal. Da. So und so. Gut. Da auch. Da. Und jetzt da noch zwei. Und hier oben. So. Also das wäre eigentlich das recht schlichte, also der schlichte erste Raum. Wie soll man die nennen? Hier Safe Raum und die anderen Rätselräume oder so. Und noch sehr unprofessionell. Natürlich lerne ich auch sehr schnell. Aber das braucht halt auch einige Zeit, weil Minecraft recht schwer, ja nicht schwer ist, aber umfangreich ist. Und man könnte auch Spender verwenden für das Fleisch und das Holz und so. Aber ich möchte es jetzt erstmal in einer Truhe machen. Und eben Redstone und Sachen. Da müsst ihr am besten dann mal irgendwie es erklären oder so, wenn ihr einen Raum haben wollt mit sehr viel Redstone oder so. Am besten ein Ding oder eine Map schicken oder irgendwas schicken und damit ich es mir anschauen kann und es auch nachbauen kann. Aber natürlich ist ein Bild oder so besser, weil ich es dann ausdrucken kann und dann vor mich habe während dem Let's Play, also Let's Build. Tja. Also, hier kommt ja noch eine Schicht oben drauf.
damit das Grüne nicht sichtbar ist. So, und im nächsten Part geht es dann weiter mit Raum 2. Da muss ich noch nachschauen, was ich geplant habe. Wahrscheinlich ein Jump'n'Run-Ding. Weil ich möchte es so abwechseln. Immer eins mit Rätsel oder Suche und eins mit Jump'n'Run oder Kämpfen. Und dann wieder Rätsel oder Suchen und dann wieder Kämpfen oder Jump'n'Run. So, also hier machen wir auch noch zu kurz. Und ich möchte den Part auch nicht allzu lange machen, weil ich sonst richtig Probleme habe mit dem täglichen Hochladen, weil es schon relativ lange geht mit meiner kacken Internetverbindung. Jo. Dafür einfach immer in einem Part recht viel von einem Raum. Eventuell fertig, eventuell nicht fertig. Später sogar mehrere Parts für einen Raum. Und ja. Nächstes Mal geht es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser mit meinem Studium. Also Denken nebenbei und so. Dann ist auch die Aussprache wieder ein bisschen sanfter und unproblematischer. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich eben sehr, ja, die Probleme halt einfach wegen dem Unwissen an Redstone-Sachen und ja, umgestalten ein bisschen schon darunter geleitet hat. Also, weil ich ja nicht der 100% Superprofi von Minecraft bin, sondern eher der Rollenspielprofi, der Bauprofi. Ja, Brauprofi kann man es nicht nennen, wenn jetzt das alles mit Redstone und Eisen ist. Aber man kann es eigentlich, ja, zu sagen, das ist für mich komplett neu. So. Also Ausleuchtung muss natürlich auch sein. Dann machen wir solche Sachen. Kann dann auch geändert werden natürlich. So, und dann haben wir eigentlich den Part jetzt vorüber, den Raum, den ersten Raum auch. 4. So. Und hier noch ein bisschen weiter innen, oder? 2 weiter innen. Eine. Ja, so ist die Mitte. Einen drinnen. Ja, dann müssen wir hier auch. Dann müssen wir hier unbedingt auch. So. Sollte eigentlich jetzt gut ausgeleuchtet sein. Man kann irgendwie eine Taste drücken für das Gitter, aber das ist, glaube ich, nur in einem Modpack, also in einem Mod so. Und deshalb, ja, ist das natürlich ein bisschen blöd, wenn wir mit Vanilla die Adventure Map machen. Das sollte schon ein bisschen schöner aussehen. So, also, im dritten Part seht ihr dann der nächste Raum. Und eben das wird ein Jump'n'Run Raum. Im Jump'n'Run machen bin ich natürlich besser, weil ich auch auf dem Group-Craft-Server von Floster ein Ding gemacht habe. Ein Jump'n'Run. Aber auch nur erst am Anfang natürlich. Und mein Wunsch ist es natürlich, zu einem Profi zu werden. Eventuell durch eure Hilfe, durch Hilfe des Wikipedias, durch Kollegens Hilfe und so weiter. Und hier geht es natürlich weiter. Ich möchte den zweiten Raum jetzt noch ein bisschen erhöht machen. Dass man jetzt eigentlich hier auf der Seite eine Treppe hochgeht und dann der Raum hier ist. Und ich mache es so, dass es einfach schön aussieht. Also jetzt momentan sieht es noch recht schlicht aus, wie einen Hammer oder so. Aber ich möchte es gerne, ja,
Ich möchte nicht allzu weit weggehen, dass alles in einem Schlauch ist oder alles verklumpt hier ist. Ich möchte so ein bisschen, ja, ganz komische Gebilde machen. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, wie ich von außen aussehen soll, also nicht nur weiß haben, also eisenfarbig haben soll, dann sagt mir bitte wie. Ich möchte aber einfach die erste Schicht da haben und dann kommt noch irgendwelche eine Farbe. Man kann es aus Holz machen, man kann es aus Obsidian machen, also ja, einfach eine Schicht muss noch drüber. Aber das ist dann im nächsten Part. Ja, vielleicht schon so oder im übernächsten oder überübernächsten. Kommt darauf an, wie viel ihr macht, wie viel ihr machen wollt und wie ich halt nachkomme. Und ja, ich freue mich. Also eben, es ist voll interaktiv. Ihr dürft vieles wünschen. Ihr dürft entscheiden, wie die Adventure-Map wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und sage jetzt Tschüss.